Guten Morgen, schaut mal, wen wir da haben. Ach Mann. Ja, das kommt davon, wenn man genau da wieder Pause macht. Typisch gay. Halt die Fresse, Alter. Das ist Lester und er war doch hier und natürlich hatten wir mit dem was zu tun. Hallo. Hey du. Kann ich dir helfen? Ich habe die Urkunde gefunden. Hast schon was gefunden? Nein. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Bruder, aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht, die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Dem Ziel entgegen. Jo, ich muss ihm die Urkunde immer noch nicht geben. Freut mich. Hahaha. Ich hab's geschafft, dass man die Urkunde nicht geben muss. Gar nicht. Nie. Hahaha. Hihihi. Okay, da ist scheinbar Xardas Turm. Da können wir entweder jetzt hin oder ich werde jetzt mal zwei, ich glaube, zwei gehen gar nicht. Einen weiteren Rang kann ich machen. Das ist ja blöd. Diese Kreise zu lernen ist voll heftig. Wie viel Erfahrung man braucht dafür. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Man muss nämlich den vierten Rang haben, damit man den fünften überhaupt, also angedeutet bekommt oder so, wenn ich es richtig gelesen habe. Und Xardas redet erst mit dir dann weiter, wenn du einen fünften hast. Und ich bin überlegen, ob ich nicht einfach alles auf Schwert mache, auf Stärke. Weil Magier ist zwar lustig, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann wiederum habe ich das Gefühl, ich verpasse irgendwie eine Aufgabe. Ach, was soll's, wir müssen ja sowieso dahin. Also. Nein, 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 nein. Ah ja, stimmt ja, da gibt es ja den leichten Trick, den man. Nein, nein, nein. Warte mal, wie war das? Musste man nicht einfach drücken? Jo, geht doch. Okay. Ja, war jetzt mein Fehler. Weil. Ja, wir müssen. Ich überlege jetzt gerade, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe Lester jetzt gefunden und die Erfahrung. Und nicht, dass ich jetzt dahin gehe. Oh, ich bin ja so lahmarschig. Das geht ja gar nicht. Oh mein Gott, wir kriegen nicht voll mit einer Füllung hier. Was? Ihr wisst, was ich meine. Yay, laufen wir. Das mache ich schon die ganze Zeit. Licht, laufen, fertig. Ich musste echt nachgucken, das ist so peinlich. Vielleicht kommen ja Gegner irgendwo. Erfahrungen sind immer gut. Weil scheinbar habe ich irgendwie. Oder man kriegt noch richtig viel Erfahrung durch irgendwie ein Level oder so. Warum ruckelst du schon wieder? Mein Gott, Spiel. Stell dich doch nicht so an. Warte kurz. Ich glaube, es geht schneller hier lang. Ui. Natürlich kann er nicht schneller schwimmen. Na komm, geh hoch. Ach stimmt, da muss ich auch nochmal runter. Stimmt, kriege ich da was. Okay, das ganze Spiel spackt ab. Jetzt mal ganz ruhig hier. Du fängst ja an wie Windows 7. Immer was anderes. Ist ja egal, mein Gott. Ich wollte jetzt nicht mit allen reden. Weil ich überlege jetzt, ich würde jetzt mit Lares nochmal reden. Oder Lares, whatever. Oder zur neuen Mine gehen. Also weißt du, so. So Sachen, die würde ich eventuell machen. Aber wir gehen, ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt danach, was das Spiel will von einem. Einfach nur, damit ich nicht genau diese Probleme habe, die ich jetzt gerade habe. Dass man unnötig irgendwo hinlaufen muss oder Leute nicht wissen, was sie zu tun haben und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz in Ordnung, wenn ich das tue. Also machen wir jetzt einfach, was das Spiel von einem will, nämlich Xardas besuchen. Da kann man hier einfach rübergehen.
Es sei denn, die Gegner sind wieder da. Aber ich denke mal nicht. Ach, dann wiederum, der Troll war auch wieder da. Einfach nur, weil der Troll sein da sein musste, habe ich das Gefühl. Aber nö. Alles in Ordnung hier. Und es wird auch hell. Nee, doch nicht. Doch. Keine Ahnung. Doch. Wird morgens. Oh, Xada, deine Schergen waren aber richtig schwer zu besiegen. Wow. Ist ja nicht so, dass man auf dem Weg schon einen anderen gefunden hat. Nee, das war ein Steingold. Nee. Doch. Ich bin gespannt. Oh, bei ihm gehen auch die Lichter schon aus. Okay. Bevor wir das machen, laufe ich jetzt hier oben hin. Denn ich erinnere mich, da waren Kack-Gegner, die ich unbedingt umbringen wollte. Außerdem, wie gesagt, Erfahrung sind Erfahrung sind Erfahrung, ne? Oh, das ist so unnötig hier. Habe ich eigentlich mal erzählt, dass ich Ultima 9 spielen wollte? Aber die Steuerung war schrecklich. Und irgendwie habe ich dann auch gehört, dass durch Spoonie, dass das Spiel extrem scheiße sein soll. Also nicht mal irgendwie spaßig, aber es sah so witzig aus. Es sah so gut aus. Also nicht gut, sondern als ob man Spaß haben könnte. Aber im Nachhinein muss es ja vielleicht auch nicht sein. Ich habe ja auch andere, man gibt ja auch andere Möglichkeiten. Wow! Zum Glück habe ich gespeichert. Einfach nur in weiser Voraussicht. Dann werden wir die doch mal mit unserer geilen Magie, die wir haben, weghauen. Weil wir sind ja Magier, ne? Ach komm, aber scheinbar nicht gut genug, um da hinten hinzukommen. Wollen wir eine Spruchrolle mal benutzen? Einfach nur, weil wir so viele haben. Hier, wir haben nämlich 29 Feuerball. Wir haben Feuerpfeil richtig viel. Feuerregen haben wir nicht so viel. Okay. Feuersturm wäre mal schön. Dann Eis. Oh. 170 Licht. Okay. Man braucht trotzdem Mana. Okay. Das ist heftig. Wir können uns auch verwandeln. Na komm, machen wir mal so ein Eis-Dingens. Nee, doch nicht. Okay, dann machen wir Feuersturm. Auf die 9. Feuersturm, Feuersturm. What the fuck? What? Dabei habe ich so viel Sicherheit gegenüber Feuer. Das ist so heftig. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Nee, ernsthaft? Das ist ja voll übertrieben. Okay, dann mache ich mal Eis. Ich meine, die will ich unbedingt umbringen. Das Spiel ist scheiße, wenn es darum geht. Weil... Nein, komm. Blöde Bitch, Sau. Eis ist gut. Eis ist gut, wenn man es dann schnell genug schafft. Heieieiei. Irgendwo neue Gegner? Trotzdem waren das 400 Erfahrungen. Ich meine, langer Weg noch. Nur man sollte den kleinen Vieh jetzt nicht ver... Ne? Überlegt. Die ganzen Orks, die ich umgebracht habe, haben auch so 1200. Okay, ist auch nicht so viel. Aber 2000 oder so haben wir schon bekommen. Ich wollte die einfach umgebracht haben. Obwohl ja niemanden wirklich was tun. Bin ich das Monster? Ja. Weil ich bin ja auch im Gefängnis. Also habe ich es irgendwie verdient. Das ist ja nicht so wie bei Ultima ist man ja immer der Superheld. Obwohl man auch da... Wenn ich es richtig verstanden habe, ist man manchmal ein Arsch. Oder muss man einmal... Das finde ich aber eine gute Idee eigentlich. Dass man in einem Spiel auch sogar ein Arsch sein muss. Einfach nur, weil es uns Ungleichgewicht gibt und so. Aber moralische Fragen sind auch immer gut. Oh. Dreh weg. Moment, wer spricht hier? Du sprichst zu mir.
Wie? Wie kommst du in meinen Kopf? Mit dieser Tentakel unten. Du bist was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Warte mal. Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Plötzlich so ein Dämon da. Aha, Namen sind also unwichtig. Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test. Ah, ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss ich... Du musst nicht alles wiederholen, du hast es schon gehört. Wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Warum haben sie nicht gemacht, dass er spricht? Eis? Oh, ich will meine Steine nicht abgeben. Oh Mann, okay. Oh, kriege ich nochmal den wieder? Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Was? Aha. Ein würdiger. Ich hasse sowas. Fehlen? Zwei fehlen noch. Wer würde so reden im Real Life? Das ist so blöd. Wem erklärt man's? Ich meine, okay, ich bin manchmal so krank oder sowas. Ich rede jetzt gerade mit mir selbst. Aber ich habe jemanden, der dann später zuhört. Ich müsste erklären, wenn ich zum Beispiel sage, ich werde jetzt einen Schluck Cola trinken. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Du hörst es doch. Du hast niemanden, dem du es erklären musst. Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Schrei nicht. Er kann dich hören. Er die kann... Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Ja, ja, telepathisch hier, du weißt schon, ne? Was ist mit diesem Herz eines 2000! Geil. Vollkommenheit? Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Wer plötzlich redet? Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Hübsches Ding. Hübsches Ding. Typisch in der damaligen Zeit, in der Computer-Anfangszeit, wie sie es gemacht haben. So, gehen wir mal rüber in diesen leeren Raum und gucken, was wir da haben. Immer speichern wir, damit wir den ganzen Scheiß nicht nochmal machen müssen. Oh, meine Steine. Jetzt habe ich nichts mehr auf 6. Jetzt muss ich ja Magie lernen. Zum Glück habe ich abgespeichert. Immer diese Abstürze. So. Bitte jetzt nicht abstürzen. Ich habe erst Eispfeil. Das heißt, ich muss mir die anderen Sachen alle kaufen noch irgendwo. Ich denke mal beim Wassermagier-Dingens. Das mache ich dann später, weil hier brauche ich 4. Feuersturm brauche ich 4. Ja, mal schauen, ob ich das mache. Wir haben auf jeden Fall die Teleportation von... das kommt weg. Zum Tele... 6. Oh, okay. Ändern wir das jetzt. Zum Beschwörer. Mein Gott, braucht das MP. Oh yeah. Oh yeah. Ganz viel Tränke, die eh keiner vermissen wird. Ob sie wohl einscripten könnten, dass man dann Ärger bekommt, wenn man den nimmt oder so? Naja, was soll's. Ich werde jetzt erstmal Licht machen. Ich finde das viel zu dunkel hier gerade. Aber er ist ja auch einer der Dunkelheit und so. Das ist ja normal. Also, ich werde dich nicht verurteilen. Was haben wir denn hier? Stachel, Quecksilber... Ach, brauche ich eh alles nicht. Scheiß drauf. Ich kann immer noch keine Alchemie machen. Vielleicht ja, wenn ich mehr gelernt habe. Wer weiß. Weil, wenn ich Stärketränke machen kann, wäre das richtig geil. Konnte ich das eigentlich irgendwo anders noch? Nein, was soll's. Hallo. Okay. Ah, hier regnet's rein. Wie gemütlich. Okay. Ist das nicht super scheiße für dich?
Oh, apropos. Oh yeah! Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben. Ob das in Real Life auch so wäre? Ja, dann wiederum stimmt das. Ich will immer überall aufklettern und wissen, wo was hingeht und so. Aber ich tue es nicht, weil ich zu faul und zu feige bin. Wer Hi. Wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Oh, Caps Lock! Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Hä? Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Was? Golem-Rätsel? Boah, das ist aber richtig viel. Kannst du mir meine Roben verbessern? Wie kann ich wieder nach unten? Ja, einfach runterspringen, ne? Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Kannst du mir meine Roben verbessern? Kannst du mir es versuchen? Ja, allerdings muss mir schon die passenden bringen. Allerdings wird es mir nur bei Roben möglich sein, die als Symbol einer bestimmten Magie gelten. Wie du weißt, fallen darunter Wasser, Feuer, Schläfer und Dämonenmagie. Deshalb wirst du dich für einen dieser Wege entschieden haben müssen. Entweder bringst du mir eine hohe Feuerrobe, eine hohe Wasserrobe, eine Guru-Robe oder eine Robe der dunklen Künste. Wenn du noch genügend Erz hast, kann ich deine Robe verbessern. Verbessere meine Roben. Welche Robe soll verbessert werden? Verbesserte hohe Feuerrobe. Oh mein Gott. Was war das? 70-70... 45-20, wenn ich mich richtig erinnere. Mach mal. Gib mir eine Rüstung. Warte, Moment. Warte kurz. Hier ist eine verbesserte hohe Feuerrobe. Oh mein Gott, wie geil. Verbesserte hohe Feuerrobe. 75, 75, 50, 25. Überall 5 rauf. Warum auch nicht? Jetzt ist sie viel besser als die verbesserte schwere Rüstung hier. Oh yeah. Am Ende kriegt man voll die... Haha, ich kann jetzt einfach hier rum. Ich mach mit. Ich bin nämlich so geil wie du. Boah, hört mich das ankotzen mit den Viechern im Hintergrund. Oh, danke für die verbesserte Rüstung. Hey du. Respektvoll, hey du. So, die Feuermagier sind alle tot. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Coristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Ja, Gomez ist so ein Arsch. Mir fällt gerade auf, in Gomez Schlafzimmer gab es ja aber die 2 Truhen. Das heißt, entweder ich habe was verpasst oder wir kommen auf jeden Fall nochmal ins alte Lager. Ich denke mal, ich muss irgendwie ins alte Lager mich reinschleichen oder sowas. Vielleicht ja sogar durch diesen einen Geheimgang da, der verschlossen war. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Woher hast du eigentlich die ganzen Bücher? Waren die alle in dieser Kolonie oder wurden die alle reingeworfen? Vielleicht hat er ja... Ich meine, er ist relativ nah... Warum eigentlich nicht? Er ist relativ nah an der Grenze der Barriere. Da könnte er irgendjemand von draußen ihm die ganze Zeit was reinwerfen. Huh. Who knows? Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen... Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Ich muss aber zugeben, ich finde die Idee toll, dass ein Dämon vielleicht kommt und alle in dieser Barriere tötet, weil er selbst nicht rauskommt. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt... Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können.
Hätten Koristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Das stimmt. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Warum ist das klar? Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Sie können ja auch reden und tanzen. Vor vielen 100 Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Okay, dann nicht. Mir doch egal. Wisst ihr, was ich auch schade finde? Die Welt ist ja nicht wirklich groß und da leben Orks und Tiere und viele Menschen und so weiter, ne? Wo ist der Anbau? Also viele Drogen werden angebaut, aber da fehlt irgendwie, es fehlen die Bauernhöfe, es fehlen die Schlechter, also jetzt nicht Schlechter im Gommes-Sinne, sondern hier so, ne, mit Fleisch und alles. Okay, dafür haben wir ja die Jäger, die Tiere jagen, aber ihr wisst, was ich meine, das ist schon seltsam. Woher kommt das Brot? Warum nicht? Ich glaube, du könntest dir... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Jo, klar. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen. Denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch Altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Ach so, da war ich schon. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Jo. Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Orkkrieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Entschuldigung, ich töte halt gerne Orks. Weil die mich immer angreifen. Ich würde gerne mit denen irgendwie befreundet sein, aber naja. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, ja. Aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Wird schon, wird schon. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Jo. Oh. Ich suche magisches Wissen. Ah, ja, okay. Skelette beschwören, einen Golem beschwören. Oh, und Untote vernichten. Oh mein Gott, Magischa 9999999999. Habe ich Untote irgendwo? Das ist ja voll gut. Und dann haben wir hier Skelett beschwören 6. Oh mein Gott, und Untote vernichten. Golem beschwören. Nee, brauche ich aber nicht. Ich werde mir aber seine Erzbrocken holen, das mache ich ihm off. Und dann sehen wir uns... Ja, gleich wieder, mein Gott. Das war es auch schon wieder. Ich habe mir einfach das Geld für die Robo ausgegeben, habe wieder zurückgeholt. Yay! Kannst du mich unterrichten? Kannst du mich unterrichten? Was? Hast du mich gerade verarscht? Du musst die Grundlagen im Lager gelernt haben. Du musst dich entweder für die Feuer-, Wasser- oder Schläfermagie entschieden haben. Ja? Egal für welchen Weg der Magie du dich entschieden hast, ich mache keinen Unterschied. Oh, sehr tolerant. Jeder dieser verschiedenen Wege führt dich am Ende zum gleichen Ziel, dem 6. Kreis.
Der sechste Kreis beinhaltet das Wissen einer dunkleren Magie, der Magie Belias. Du wirst dir damit also mächtiges Wissen aneignen. Gehörst du der Feuer- oder Wassermagie an, bedeutet der sechste Kreis für dich auch die Aufnahme bei den Dämonenbeschwörern. Oh. Nur als Guru der Sumpflager bleibt dir die Aufnahme verwehrt. Okay. Ja, Sumpflager bin ich ja eh nicht. Das heißt, ich muss überlegen, ob ich jetzt verstärke oder nicht. Wie komme ich eigentlich wieder nach unten? Oh, das ist auch Addon. Also Mod, meine ich. Auf dem gleichen Weg, den du gekommen bist. Schließe deine Augen. Teleport zum Eingang. Ja, komm, mach mal. Ich bin bereit, während ich... Hallöchen! Tschüss! Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Tschüss! Danke! So, jetzt müssen wir wieder nach oben laufen. Laufarbeit. Wie gesagt, ich vergesse es nicht, was ich euch versprochen habe. Dass ich Gothic 2 ein bisschen anders spiele. Dass ich da wirklich der Reihe nach gehe. Und ihr könnt mir ja mal... Gothic 2 dauert vielleicht noch ein bisschen. Mal schauen. Ich will ja mal ein bisschen Pause dazwischen machen. Ob man was beachten muss. Also, warte mal, ich muss sowieso da nach oben. Es ist egal. Nein, wenn man nicht was verpassen kann, hasse ich das. Aber wenn man nichts verpassen kann, dann könnte ich ja auch Gothic 2 anders spielen. Also, dann, dass ich wirklich nur das mache, was die von mir wollen.